wunderschönes Wetter draußen, aber wir haben uns dazu entschlossen, den Tag doch lieber drin zu verbringen, denn wir haben ein neues Projekt, an dem wir arbeiten. Und so rum kann man tatsächlich auch viel besser sehen, was du da machst, weil gerade ist er dabei, hier auf dieser sehr staubigen Gitarre. Und für diejenigen, die sich jetzt nicht mehr erinnern können oder es gar nicht gesehen haben, das war die letzte Gitarre, die wir gemacht hatten. Die war vorher in so einem Naturholzton und die haben wir dann abgeschliffen, neu lackiert und versiegelt, damit sie jetzt so fresh aussieht. Ich kann auch nochmal die Rückseite zeigen. Ach ja. So, also ein bisschen Sonnenstrahlen bekommen wir hier ja doch noch ab. Während der Sven hier aber ganz fleißig, oh, viel zu überlichtet ist, so, hier den Dreck erstmal von dem Halster runterkratzt mit meiner Malak. So, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich euch aufnehmen wollte, wie viel Dreck da rausgekommen ist. Nur deswegen hat es schon wieder weggewischt gehabt. So, aber den Next Step haben wir jetzt nach draußen verlagert. Um nämlich auch die Nachbarn ein bisschen zu erfreuen, wird jetzt erst noch mal geschnitten. So, damit er hier... Also eine Maske, damit ihr hier auch noch Luft bekommt, weil es staubt doch, obwohl wir draußen sind, sehr. So, und während ich es irgendwie nicht schaffe, hier diese Maschine wieder in diesen Koffer reinzubekommen, ist der Sven auch schon wieder fleißig hier bei Rat und Tat und... sauber, weil man sieht, da ist doch noch ein bisschen Dreck ist da so. Jetzt natürlich noch mal ein bisschen ausbessern. Ja, wir möchten nur mal genauer zeigen, dass ich auch etwas tue. Und noch mehr ausbessern. Und noch mehr ausbessern. Und wieder mal wischen. So, als Next Step, jetzt wo das endlich mal hier einheitlich abgeschliffen und abgestaubt ist, muss ich mir natürlich eine Sprayfarbe raussuchen, die ich hier fachlich in der letzten Ecke meines Schreibtischs verstaubt habe und da jetzt erstmal hier in die ewigen Weiten reinklettern darf. Vor allem, ich habe ja nicht nur oben drauf gestellt, ne? Ich habe ja auch noch daneben alles zugebaut. Och Mann! Und jedes Mal ärgere ich mich darüber und ich mache es trotzdem nie besser. Suche ich mir jetzt erstmal hier Farben raus, weil hier ist eine... So, und meine Farbauswahl für die Gitarre ist getroffen! Mit den Farben und auch mit diesem alten Mandarinennetz, was ich hier schon total zugesprayt habe, weil ich so viele Bilder schon damit gemacht habe. Damit geht es gleich raus. Und ich habe mir überlegt, habe ich ja wieder so viele Schmutzleinwände, die hier schon seit Ewigkeiten rumstehen. Unter anderem dieses wunderschöne, was ich mal als Kind gemalt habe. Oh Gott, was sagt das über mich? Naja, vielleicht war ich doch nicht mehr so Kind, sondern Übergang Pubertät. Aber ja, ja, was soll ich euch sagen? Ich hatte eine düstere Phase. Ja, naja, auf jeden Fall sind das super Schmutzleinwände. Und die nehme ich mal mit, weil die kann ich ja wieder von hinten besprayen. Dann gibt es wieder neue Kunst. So, jetzt habe ich das schon so schön hier draußen aufgebaut. Jetzt ist mir gerade aufgefallen. Natürlich habe ich eins und praktisch das Wichtigste vergessen. Und zwar muss ich das Ganze ja noch abkleben, bevor ich loslege. So, und kaum bin ich fertig damit geworden, ist der Sven auch schon wieder da mit Pizza. Da müssen wir leider Pause einlegen. Oh ja, diese Aussicht ist schon viel besser. Okay, die war flott leer, dann geht's jetzt mal wieder weiter ins Atelier. Vielleicht erwische ich gerade noch so die letzten Sonnenstrahlen hier mit meinem mittlerweile fertig abgeklebten. Naja, immerhin bekomme ich so noch den Sonnenuntergang mit. Und weiter geht's hiermit. Das ist natürlich jetzt auch ein schönes Bild hier mit meinem Grufti-Kinderbild und dann darüber die Blümchen so. Sehr, sehr, sehr nett. Und ich versuche jetzt gleich irgendwie erstmal das Ganze hier ein bisschen schöner zu platzieren, weil so richtig Platz habe ich hier jetzt doch wieder nicht, ne? So, bevor es jetzt hier weitergeht, muss ich hier aber erst mal wieder wischen. Beweisvideo, ich kann auch wischen. So, und ich glaube, ich stelle euch jetzt da drauf. Wenn wir hier den Hintergrund besprayen jetzt gleich. Okay, irgendwie stört mich die Kamera da dann doch auch. Oh Gott, ich hätte das mal vorher ausziehen können. Also ich werde euch nochmal umstellen oder vielleicht einfach auch gar nicht diesen Moment filmen. Oh ja, ich mache einfach wieder einen total coolen Übergang. So, ich habe gerade mal das andere Grün ausprobiert, das bisschen dunklere. Habe aber festgestellt, das ist irgendwie nicht genug Kontrast dazu. Ich glaube, ich brauche ein anderes. Ja, okay, man hat mich mal wieder richtig schlecht gehört, weil ich mal wieder das blöde Ding nicht ausgezogen habe. Oh ja.
So, und jetzt habe ich mir gerade von drin hier nochmal so ein paar andere Farben geholt. Oh, ich hoffe, dass die ein bisschen besser wirken. Und bei denen bin ich sicher, was das ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder vielleicht bin ich auch einfach blind. Ich finde da nie drauf, welche Farbe das ist. Und deswegen habe ich hier jetzt nochmal ein paar von denen. Also bei dem weiß ich es jetzt, das ist grün, weil ich es da halt auch ein bisschen daneben gesprüht habe. Aber bei den anderen, wenn du da nichts daneben sprühst, weißt du halt auch nicht, welche Farbe das ist, ne? Oder ich bin echt blind. Also wenn es jemand weiß von euch, oder muss ich die Nummern da auswendig lernen, oh Gott, um zu wissen, was für eine Farbe das ist. Das wäre ja mein Albtraum. Jetzt hier mit meinem wunderschönen Mandarinennetz und hier den Fade-Farbe. Mal sehen. Übergang Ende. Okay, mittlerweile ist es auch echt dunkel geworden. Das lassen wir jetzt erstmal wieder so trocknen. Und dann schauen wir mal weiter, ob das heute oder morgen weitergeht. Und mein Daumen ist natürlich auch schon wieder voll. Und diese Farbe ist jetzt leer. Das ist schade. Okay, morgen geht es dann weiter. Aber heute hier drin sieht man schon mal die Farbe wesentlich besser, wie es eigentlich so rüberkommt. Aber ist natürlich noch nicht fertig.